Ja, da war nichts. Ach so, doch, ja. Doch. Alles gut, es läuft schon. Ja! Willkommen zum verpatzten Start. Freunde der gepflegten Lego-Unterhaltung, Tobias und ich sind dabei, den Quickie-Mart aufzubauen. Wer es verpasst hat, spult zurück und er sucht sich Videos raus, wo wir den Anfang bauen. Wir sind nämlich schon bei Tüte Nummer 3 und hauen entsprechend jetzt mal rein. Und das reicht auch noch. Yay! Also ich kann nur empfehlen, den zu kaufen, weil er ist sehr detailverliebt. Vor allem kriegt man ihn noch für einen vernünftigen Preis. Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, was er kostet. Will ich das wissen? Nein. Ja, aber der Preis ist schon gerechtfertigt. Das ist ja bei Lego immer, oder? Das stimmt. Weil es ist ja nicht nur die Menge an Steinen, es ist die Detailverliebtheit und du hast, natürlich müssen die Lizenzen zahlen. Das ist auch noch, ja. Das darf man nicht unterschätzen. Nein, ich glaube, das darf man wirklich nicht. Das ist ja cool. Und es ist ja auch so, wenn man wirklich solche Sachen sammelt, irgendwie nach 10 Jahren zahlen die Leute 10-mal so viel. Nein, nicht ganz, aber. Ja. Das hat auch ein bisschen was mit Wertsteigerung zu tun, in meinen Augen. Auch, ja. Cool. Viele Steine und Apu. Tam, tam, tam. Apu sein Kopf. Ich zoome euch da mal. Genau, Apu sein Kopf. Hier noch der Rest. Weißt du, wer wahrscheinlich fehlt? Jetzt kommt's. Manjula. Ja, die wird nicht dabei sein. Keine Manjula, wobei sie sehr hübsch ist. Ja, ist er. Sehr hübsche junge Frau. Auch seine 9 Kinder? Wie viele Kinder hat er nochmal mit 7. Sieben, ne? Ich glaube 7, ja. Die sind auch nicht da. Nee, werden nicht da. Wo ist dein Körper? Ich hab ich schon. Achso. Ach, er kommt, der ist ja groß vor, ne? Das Kameralicht ist angegangen. Sehr geil. Okay. Das heißt? Also sollte diese Folge heller erscheinen, liegt das daran, dass jetzt das Kameralicht angeht. Normalerweise mache ich die Automatik aus, dann darf das nicht immer passieren. Oh, jetzt sind die blind. Blind, blind, blind. Nee, das war auch schwer zu finden. Könnt ihr den auch nochmal reinstellen? Nee, der hat noch keinen Besen. Der hat noch einen Besen in der Hand. Und Sanchez. Man hat Sanchez nie gesehen. Sanchez, Sanchez. Ja, das ist irgendein Mitarbeiter, weil es gibt Folgen, da hörst du, ja, stimmt. Kids Randale machen und dann geht er in sein Mikro. Sanchez in Gang 4 mit dem Glasreiniger. Ja, genau, ja. Stimmt. Aber man weiß, also ich weiß bis heute nicht, wer Sanchez ist. Da hast du recht. Wenn es ankommt, existiert er gar nicht. Und wenn er existiert, schreibt es mal in die Kommentare. Das interessiert mich wirklich. Ob der vorkommt, ja. Ja, Sanchez. Das ist die Folge, wo Bart seine Seele verkauft und dann geht bei ihm die Glastür nicht auf und ja, dann genau. Dagegen und dann Sanchez im Eingang mit dem Glasreiniger. Geile Sache. Die Folge war auch stark. Die Folge war auch super. Meine Seele. Vor allem auch, wenn er sie suchen geht. Und dann sagt, haben Sie zufällig einen Jungen mit in meiner Seele gesehen? Natürlich, sowas vergisst man doch nicht. Da denke ich mir dann auch, oh, wow. Ich kann ja schon mal hier Nummer 40 drehen. Ja, ich bin immer. Das Licht ist ganz schön grell gerade, kann das sein? Findest du? Ein bisschen. Ja. Er ist empfindlich, müsst ihr wissen. Wow, nee, meine Augen sind die. Ich glaube, ich habe Probleme mit Augenfeuchtigkeit. Das war irgendwie. Ich komme ja auch nicht mehr zum Schlafen. Es ist ja alles noch Stress. Ja, in einem halben Jahr ist das auch besser, hoffe ich. Natürlich. Nein, ich freue mich jetzt auch wirklich drauf. Auch wenn das am Anfang alles so ein bisschen. Und ich weiß, ich werde nette Kollegen dort haben. Also wenn jemand von unseren Kollegen dieses Video mal sehen sollte in 2 Monaten oder so. Wer weiß. Dann schönen Gruß an der Stelle. Ihr seid alle toll. Auch wenn wir so viel Scheiß mitmachen im Moment. Wenn es mal wieder neue Gerüchte gibt und so. Aber das schweißt uns auch jeden Tag mehr zusammen, muss man sagen. Naja. Ist ja dann wie eine Familie. Ja, wobei unser zukünftiger Arbeitgeber immer gesagt hat, wir sollen ja keine Freunde werden. Hallo.
Er hört auf, menschlich zu sein. Ja, genau. Benehmt euch doch mal arschig. Geht nicht. Das ist einer der großen Vorteile. Also für den, die nicht wissen, worum es geht, ich mache momentan einen Kurs mit, wo ich dann hinterher einen festen Arbeitgeber habe. Und wir sind 19. Ja, ich glaube, wir sind noch 19, sicher. Es ist auf jeden Fall ein wesentlicher Vorteil, so als wenn man hinterher irgendwo reinkommt als Neuling von heute auf morgen. Hat schon einen Riesenvorteil. Das ist, ja. Man kann dich schon mal ein bisschen beschnuppern. Ja, ein halbes Jahr bald. Ne? Bisschen kennenlernen. Was wir ja nicht sollen. Ja, ja. Aber tut ja nie aus. Ist schon klasse so. Wenn es in den nächsten 5 Jahre so läuft, bin ich zufrieden. Von mir aus auch länger. Natürlich. Ja. Da kommen auch so blaue Teile da. Sind die oben oder sind die mit? Ne, die sind glatter. Die sind glatter. Glatter. Der glatter. 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 Hast du einen glatten? Oh, das könnte einer sein. Das ist auch einer. Dankeschön. Hast du noch einen? Ja. Prima. Dann nehme ich dir den mal ab. Kannst du gerne tun. So, nächstes. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ne? Ach, das ist Telefonhäuschen. Telefonzelle hatten wir auch noch nicht. Telefonzelle wüsste ich jetzt auch nicht, wo die steht. Draußen. Nee. Könnte da drin stehen. Schau. Kann ich mir aber nicht vorstellen, da können Regale rein. Doch, ich meine, draußen steht eine. Ich bin mir jetzt aber echt nicht sicher. Also, wüsste ich jetzt wirklich nicht. Die brauche ich gleich erst. Ja, Code 2, ja. Da ist einer. Das ist der nächste. Wir haben sehr viele verschiedene Steine. Das macht das Suchen gerade etwas komplizierter. Weil alles, also quietschbunt ist gerade. Ja, das ist wirklich quietschbunt. Aber das Leben soll ja farbig sein. Genau. Im Moment habe ich da auch nichts gegen. So, jetzt kommen diese Burschen. Das Telefon aus dem kommt ganz nach links. Also. Ach, da gab es. Ach, da, nicht genau. Auf jeder Seite. Dachte, nicht auf jeder Seite. Das habe ich mich auch gewundert, dass nur auf einer Seite. Ich muss das mal kurz rüberschieben, das blendet gerade ein bisschen. Bitte. Da und das da, okay, alles klar. Und dann kommen die. Und da oben kommt noch der blaue drauf. Nee, wahrscheinlich. Nein, der ist zu groß. Nee, 2 Dreier. Also 2 kleine Dreier. 2 kleine Dreier? Ja, so. Reden wir von demselben? Da. Ja, wir reden von demselben. Ja, zur Abwechslung. Überlegen, was denn einen kleinen Dreier. Wir machen nur einen kleinen Dreier. Okay. Wo wir wieder bei Ü18 wären. Ich weiß gar nicht, wie man das bei YouTube einstellen kann oder ob das deren Ermessungssache ist. Ach, da kommen Hörer dran, du liebe Güte. Wow, ich bin gerade geflasht. Ich glaube, das macht YouTube. Oh, jetzt kommt doch das. Oh, das ist auch gleich. Nee, darf ich dir das schon mal in die Hand drücken? Ich mache die Telefon fertig. Ich glaube, das macht YouTube selber. Einstellen. Wenn zu krass ist. Wobei YouTube ja eigentlich auch immer gesagt hat, keine Ö18 Videos. Ja. Kannst du auch gerne reinhängen, wenn du möchtest. Häng dich rein. Ich habe schon Videos gesehen, da haben die Sprecher selber gesagt, dieses Video ist Ü18. Hm. Das sieht YouTube dann offenbar nicht so. Okay. Ja, wobei der Inhalt auch nicht wirklich Ü18 war. Einfach nur Gelaber, die wollen dann ein bisschen Aufmerksamkeit. So wie wir das machen. Ja. Das suche ich immer aus so einer Ecke, suche ich noch. Geil. Sogar mit Gesicht drin. Also in diesem Kleber, also in dieser. Richtig klasse. Warte mal, welche Grundfarbe hat das Grau eigentlich, ne? Da könnte das sein. Nee, es ist nicht. Da?
Nein. Mir fehlt noch der zweite Wellblock. Ich finde den Wellblock nicht. Ja. Der will sich uns gerade nicht offenbaren. Nicht so wirklich. Mhm. Grauer. Muss ich das anrufen, um zu gucken, wo es klingelt? Ja, genau. Hier also. Perfekt. Jo, da ist tatsächlich ein Gesicht dran. Da ist ein Gesicht dran, ne? Die haben das doch auch gar nicht. Nee. Bitte schön. Hast du die beiden auch schon? Den gelben habe ich, den... Meinst du das? Blau? Nee, das ist ein anderes Blau, hast recht. Das ist dunkler. Das ist so wieder... richtig dunkel. Mhm. Oder der jetzt blöd halt. Nee, es ist ein flacher, der ist gar nicht... Achso, nee, da kommt das hin. Warte mal. So. Genau, und der andere kommt auf die andere Seite. Dieser hier. Der kommt vorne. Dahinter. Ja, und die Telefonbox ist draußen, leider. Ja. Und wieso ist dann hier nichts? Also hier? Da muss ja eigentlich auch was. Nö, nee. Okay. Die Reihe dazwischen ist frei. Gelb, frei und dann der glatte. Der glatte kommt nach vorne. Ach so. Genau. Mein Fehler. Ich mache eine Strichliste. Ganz hier vorne rausstellen. Nee, das kommt hier. So. Jo. Correctement. Ja, cool. Können die Kunden auch telefonieren? Weil augenscheinlich in der Folge wisst ihr jetzt nicht, dass sie vorkommt. Man sieht sie schon, aber... Das ist mir nicht so präsent. Also in meiner Benutzung weiß ich jetzt nicht. Ist mir nicht so präsent, dass da eine stand. Ja, man konzentriert sich auch mehr auf die Handlung. Ja, ja. Zumindest meistens. Stimmt schon. Egal hier rum. Jetzt muss ich gucken, was ich hier gebaut habe. So, dann kommt der dahin. Was hast du da? Ach so, den. Dieses blaue. Das ist was Falsches. Das ist das Richtige. Das ist das da. Achtung, das ist auf der einen Seite nur gewürfelt. Alles klar. Da kommt ja dieser Haken rein. Was gibt das denn? Ja, so ein Tor, so ein Garagentor oder so. Oder wird das der Container? Kann auch sein, ja. Strange. Warte, ich muss gucken, wo es hinkommt. Hier. Aber an der Telefonzelle. Das wird interessant. Ja, in der Tat. Das wird es gerade wirklich. So, und dann kommt hier sowas. Und sowas. Und dann... kommt dieser türkisen... Genau, die blauen hier. Ja, und blau. Das ist auch babyblau. Oder nicht. Ah, da ist wieder kleben. Ja, sehe ich schon. Ja, 50 Mal. Hm. Jetzt sind es schon 35 oder so. Ja, wo ist jetzt dieses... Tja, wo ist graue, es denn? Zum, wo ich draufkleben muss. Ah, hier. Hasse, hasse. Prima. Die 20. Die 20 bitte, die 11. Die 20 bitte. Ja, genau. So, Aliens. So, dann kommt hier ein Gitter drauf. Und so Augen. Da kämpfen zwei sechsarmige Leute gegeneinander. Das ist ein Videospiel. Hier ist ein Videospiel, ja, sicher. Eine Arcade-Kiste ist das.
für Bart. Das ist was für Bart, genau. So, mal umblättern, dann mal gucken, wo es hinkommt. Oh, noch mehr kleben. Ja, ist ja klar. Ja, klar. Nummer 19. Da kommt der Punktestand hin. Das sieht aber auch geil aus. Bonestorm heißt das Spiel. Nee. Doch. Das ist aber das falsche Bild. Bonestorm. Der Knochen hier, oder wie das heißt. Also das sieht mir aus wie Clay Fighters, aber nicht Bonestorm. Steht aber hier drauf, Bonestorm. Ja, ich kenne Bonestorm. Hat Bart geklaut. Und dann gibt es eine Folge, wo er das stiehlt. Mal gucken, wo es hinkommt. Da wahrscheinlich. Ganz außen, ja genau. Richtig, da also ist es schon richtig. Achso, das sind diese Mitteldinger. Nee, das passt irgendwie nicht. Ganz an der Wand. Ganz an der Wand. Ja. Reiß die Hütte. Ja, genau. So, das geht doch gar nicht. Aber soll da rein. Oder ist das nur eine optische Täuschung? Oh Gott. Aber das müsste doch passen. Also mit den. Ja, dann müsstest du das da reinkriegen. Das haut nicht hin, glaube ich. Merkwürdig. Ja, aber guck, da sieht er immer. Gut, es kann da auch sein, dass so ein bisschen Luft drin ist. Also in Anbetracht dessen, dass ich nicht glaube, dass es mit der Wand verbunden ist, setze ich es mal so rein. Wenn es sich ändern sollte, können wir es ja noch. Ja, so sieht das schon richtig aus. Ja. Weil sonst hättest du die Nupschis auf die Nupschis und dann passen die Nupschis nicht. Noch einer? Ja, gut. Es wäre langweilig, wenn es nur ein Spiel gäbe, oder? Mir war gar nicht klar, dass Apu so viele Videospiele in seinem Laden hat. Ja, Bart und sein Kollege sind ja auch immer in dieser Spielhalle da, ne? Nicht wirklich beim Quickie-Markt. Das ist korrekt. Er heißt übrigens Milhouse. Ja, das Milhouse, ja. Kam jetzt nicht drauf. Warum nicht? Weiß nicht. Wie kannst du den Namen von Barts besten, naja, beste Freund? Doch, besten Freund. Für ihn ist er verarscht ihn ja auch. Er verarscht ihn aber. So, bitte. Die Was beiden. Haben wir denn hier? So. Eine Konsole. Und den Bären. Da kommt bestimmt noch ein Schild drauf oben. Ja, denke auch. Und das zwei einzelne, ne? Ja. Kannst umblättern. Kriegt bestimmt auch einen Namen, ja. Ja, kriegt's auch. Siehst du? Wie heißt das Spiel? Ja. Great White Hunter. Great White Hunter, na gut. Das sagt mir jetzt nichts. Aber Bonestorm. Der Knochensturm, genau. Kauft ihr Bonestorm oder fahrt zur Hölle? Ja. Oh, wer kommt denn hier hin? Ich lebe schon mal weiter. Ja, ich bin gerade im Fluss. Ich mach dann hier vorne. Das Gedöns. Nummer 1. Da haben wir übrigens auch was übersehen hier. Muss ich kurz zurückblättern. Ja, diese zwei so. Zeichen. Es sind drei. Soll man nicht unterschätzen. Das kann dazu führen, dass das ganze Haus nicht mehr funktioniert. No Dumping. Ja, kein Müll auf den kein, schmeißen. Genau. Solche Sachen erinnern mich immer an, wie heißt es denn, so Stromkästen und Aufkleber drauf ist bitte nicht bekleben. Ja, genau. Denke ich mir auch immer. Und hier ist auch jemand zum Fahndung, Fronted for Treason. Wer ist denn das? Der sieht aus wie Jebediah Springfield. Ja, richtig. Sieht wirklich so aus. Wieso wird denn da eine Fahndung ausgesprochen? Ich lege das noch mal kurz hier rüber. Ich bin noch nicht ganz... Sehr merkwürdig. Jebediah wird gesucht. Oh gut. So, ein Elbato. Elbato, ja, der darf nicht fehlen. Dass da auch noch keiner geschnallt hat, der dahinter steckt, ne? Hm. So, die kommen jetzt jeweils dahin und dahin. Und dann haben wir da hinten noch ein Blanko.
Blanco. Ein Blanco, genau. Blanco. Ja. Habe ich verdeckt. Kein Problem. Und so ein Zweier. Ja, den habe ich auch noch nicht. Den lasse ich vorne. Der kommt so da rein, die Mauer ist hochgezogen soweit. Der ja, ist die so hast du. Ja. Ja, ich gucke mal, dass es höhenmäßig passt. Das passt, prima. Sieht gut aus. Sehe ich genauso, ja. Warte mal, hier fehlt noch die Rückwand. Da. Ah, gut, dass du es hast. Ja. So, jetzt aber. Okay. okay. Da haben wir hier drei. Ich baue schon mal hier. Nächste Seite. Wie nichts kleben? Nö. Ungewöhnlich, aber. Bist du nur zum Kleben hier? Nein. Ich, der Kleber. Ich wollte auch ein bisschen bauen. Ein bisschen? Ja. Aber nur ein. Der ist das. Kampf um die Steine hier. Star Wars. Nee, Stein Wars. Wobei es gibt ja Brick Wars, ne? Gibt's Brick Wars das? Gibt es, genau. Brick Wars, das ist der falsche. Da. So. Mal gucken, was das hier wird. Sieht aus wie so eine Klimaanlage oder so. Oh, da ist es ja eine. Oder ist es der Grill? Da kommt dann ein Schleppchen drauf. Kann auch sein, mal gucken. Der kommt nach hier hin. Da kommt noch ein gelber Zweier und ein gelber. Das ist wieder der falsche. Da, genau. Okay. Okay. Aber du könntest sogar recht haben, dass es der Grill wird. Das wird auch eine Konsole oder sowas. Eine ziemlich massige. Ah, kannst ja mal ein bisschen bauen, aber schon ein bisschen Pause jetzt. Auf deinen Lorbeeren ausruhen. Ja, klar. Hast du keine? Lila Lorbeeren. Ist schön orange. Schick ist gut. So, dann kommen wir. Sehen Sie heute Tobias Bastelstunde. 4 Stück von den weißen. Ich finde die durchsichtigen Steine immer toll. Das sind so Pappbecher dann hier. Das ist die Squishy-Maschine. Nee, das ist die Bass. Die Cola. Bass-Cola-Maschine. Cola-Maschine, genau. Ja. Was ist das? Den schwarzen. Den hier? Ja, genau den. Sehr gut. Ach, weißt du. Ja, manchmal sieht man den Stein vor lauter Stein nicht. Darf ich dann auch bekleben und die Nummer 32. 32, ich bitte wieder Elektrik. Ich bin mal gespannt, was hier reinkommt. Das wären ja zwei einzelne Regale. Ach so, meinst du, das kann auch sein, ja. Das anzunehmen. Das kann sein. Trinkt was Cola. Werbeblock. Ja, schick. Kommt jetzt hier rein. Zack. Passt das? Passt perfekt. Okay. So, jetzt kommt weiter Umrandung. Ja, hab ich schon fast gedacht, dass da noch was. Man muss ja auf eine Ebene. So. Wobei mir das gerade nicht gerade schlüssig erscheint. Den einen hast du. Kommt sowas hier. Ja, ja das genau. Richtig. Stimmt schon. Dann kommt dieser komische Nippel hier. Und der kommt dann da drauf. Genau. Fertig. Nee, warte. Und dieser Dreier? Der blaue, ne? Genau. Hast du? Der fehlt dann noch.
dann swallowt das. Okay. Noch mal so ein da. Ah ja, dann geht's wieder. Und die Umrandung auch noch, genau. Bin mal gespannt, wie hoch der wird. Ja, es wird wahrscheinlich wieder ein Dach geben irgendwie. Ja, Ziegel haben wir ja. Ziegel haben wir, ja. Eine ganze Tüte voll Ziegel. Warte mal, der ist falsch. Da kommt so einer rein. Da ist schon wieder ein Werbeprospekt dran. Okay. Ja, da kommt so ein mit Nöppel. Nächste Maschine oder Aufbewahrungsbox. So, guck mal, was das für ein Stein ist und diese Dinger. Zwei kleine. So. Ist. So, dann kommt der. Und dann kommt der. Ein roter. Zwei graue. Grau, grau, grau. Ach nee, das geht so. So. Dann kommen die flachen. Das ist ein Vierer, ne? Also, das ist nicht. Ja. Was bist du gerade am Basteln? Nicht, dass ich baue hier wieder diese. Also, diese Platten hier. Die beiden Platten hast du aber. Ja. Weil da bin ich jetzt nämlich auch. Dann bitte. Nach dem Motto, mach deinen Scheiß doch allein. Nein, darum geht's ja nicht. Natürlich nicht. Du findest bloß die Steine nicht. Genau, darum geht's. Ja. Das beides mal die Schrägen, ja. Also hier sind schon mal diese durchsichtigen. Wofür brauche ich die denn? Ach, für oben drauf. Kann ich schon mal reinsetzen. Und noch den hier. Aber trotzdem möchte ich den grauen noch nicht. Diesen schrägen, ne? Ja, genau, da ist er. Was wird das denn? Das ist eine gute Frage. Okay, und dann gucken wir nochmal nach. Ist das die Squishy-Maschine? Was ist das? Boah, schwer zu sagen gerade. Ich halte es gleich mal in die Kamera. Wenn es fertig ist, dann könnte er ein bisschen. Nee, Squishy-Maschine kommt gleich erst. Kommt dann auch. Geil. Aber was ist das? So Aufbewahrungsboxen oder so. Kaffeemaschine oder sowas. Weil du kannst, also ob du hier Tassen drunter stellen kannst oder so. Ja, kannst du auf jeden Fall was so drunter stellen, ja. Komisch. Aber es ist nicht beschriftet, gar nichts. Ja. Oder kann man fantasiefreien Lauf lassen, was das ist. Ja. What the hell is that? Ich weiß es gerade nicht. Ich weiß nur, es kommt hier rein. Ja, man muss ja rot und gelb irgendwas sein, ne? Ketchup. Ja. Schon wieder? Aber also, ist doch hier wir schon. Wir sollten weiterbauen hier, nicht, dass du gleich umblätterst. Also, da steht ja schon Ketchup und Mayo. Ja, ist ja richtig. Das kann auch mal anders sein. Ketchup und Senf so. Ja. Ja, Mayo ist Amerika nicht so, glaube ich. Ne? Ja, richtig. Okay. Da. Das. Dann kommt der dahin. Der kommt dahin. Ist das richtig? Ja. Der kommt dahin. Dann haben wir zwei blaue. Einer hierhin und einer hierhin. Also genau gucken, was da passiert. Ja, bitte. Oh ja, mach das bloß richtig. So, der eine kommt dahin, der andere kommt hierhin. Dann kommen da zwei flache Weiße. Ist das dieser Bursche? Ja. Noch ein flacher Weißer. Der kommt dann da drauf. Ja, das ist richtig.
Alter, wirst du schon Schluss nehmen, wenn du damit fertig bist. Ja, gehst du rüber. Ich kann ja schon mal die Nummer 5. Achso, das sind diese Flachen. Oh, hier steht sogar in der Liste. Bitte akzeptiere keine Checks von. Ja. Chief Wiggum, Reverend Lovejoy, Homer J. Simpson, Homer S. Simpson, Homer S. Simpson, H.J. Simpson, Humor Simpson, Humor Simpson und Homer J. Fong. Also eine Liste. Krass, hat Homer sich so viele Namen angeeignet? Ja, richtig. Hat er sich als anderen ausgegeben. Ach so, kommt das dran. Jetzt habe ich es verstanden. Nee, kann er ja nicht. Das kann er ja gar nicht. Kommt auf beiden Seiten so ein... Ach so, das ist der falsche. Entschuldigung. Da kommt hier so ein... Dieser einzelne, nicht dieser... Oder ich habe ihn einfach nur verkehrt und drauf. So soll ich es machen. Ja, genau. Denk mal drüber nach, Willi. Willi will's wissen. Kennst du? Den haben wir auch ewig nicht gesehen. So. Der kommt da hoch, dann kommen diese zwei. Das kann ich ja auch schon mal. Hierher. Diese Arme habe ich vorhin auch schon gesehen. Diese Army. Squeezy. Squeezy. Da. Ach nee, da kommt ja noch einer dran. Das sind ja keine leuchtenden. Das ist so, und dann so ein Ärmchen. Großes Ärmchen. So einer. Ja. Achso, hast du schon. Okay. Ja, ich bin noch nicht ganz so weit. Ich suche. Das ist ja nicht schlimm. Wie geht das denn? Alles mit der Ruhe. Was denn? Ja, die kommen jetzt. Da, genau. Ja, wie geht denn das? Die werden reingesteckt in diese Löcher. Das ist doch nichts. Oder habe ich die falschen genommen? Ups. Nee, da sind ganz normale Zweier unten. Ja, aber diese Pumpe, die sind. Wenn die andersrum sind, dann kannst du ja was reinstecken. Hier dieser. Genau. Ach, habe ich den Fall. Ah, das kann natürlich sein, dass ich da das dann. Ja, dann macht die beiden bitte wieder ab. Das ergibt ja dann einen Sinn. Dann gib mir den her. Und der kommt dann hier dran wahrscheinlich. Ja, das ergibt. Dann machen wir es so. Bin ja flexibel. Das ist gut. So macht es das. Ne? So, jetzt kommt diese Liste erstmal hier ran. Bitte akzeptiere keine Checks. Von Homer. Ja, aber von Wiggum ja auch. Und Referent Lovejoy. Warum Lovejoy? Was hat er denn falsch gemacht? Das weiß man nicht. So ein treu dober Mensch. Das stimmt. Vielleicht mag er ihn einfach nicht. So. Das wird ja so schräg. Cool. Schön, dass die noch dabei ist. Ja, finde ich auch. Aber dann steht er jetzt im Weg. Die kommt hier hin, ne?
Genau daneben. Ja, genau. Sitzt du nicht erstmal dahin? Das ist cool, dass sie da ist, ja. Ja, ich hab, also das wäre schon gewesen, wenn die. Also bitte. Ja, vor allem die Squishies sind ja direkt daneben. Also das hat schon Sinn. Ja. Leute, wenn die Kids da sind. Ja. Wo sie dann fast explodiert, als sie diesen Super Squishy dann stellen. Vor allem. Genau. Kriegt ja Miller aus dem Zuckerschock. Ja. New York, New York. Nach New York geht's da lang, Mann. Ja, genau. Spring wie hier. Genau, das singen wir ja dann. Aha. Das war auch eine schöne Folge. Ja, gibt einige schöne. Die dann auch im Gedächtnis bleiben. Auch. Ja, das macht eine gute Folge aus, ne? Dass du nicht vergisst. Ja, schon. Kannst du nicht sagen, die Folge war scheiße, aber ich hab mich dran erinnert. Ja, die war so scheiße, die musste man sich merken. Das kann natürlich auch sein. Wobei ich bis heute nicht alle gesehen habe. Nein, irgendwann das fände ich auch nicht. Dazu müsste ich eine Struktur da reinbringen, die kommen gar nicht ganz nach unten. Nee, die kommen ein bisschen weiter hoch. Yep. Mal gucken, was das wird. Das weiß ich auch noch nicht. Das wird der Container. Das wird der Container, genau. Sogar mit Müllsäcken drin, ne? Also. Kannst du ruhig mal. Detailverliebter geht's kaum noch. Ach, das sind Müllsäcke. Das sind Müllsäcke. Ich hab schon gedacht, wessen Frisur ist das denn? Ja, die ist so stachelig, die muss man in den Müll werfen. Die muss in den Müll werfen. Tatsächlich mit Müllsäcken. Das habe ich noch nicht gesehen. Nee, das hat man auch noch nicht gesehen. Bestimmt. Lassen sich immer was einfallen. Cool. Wobei man ja auch zugeben muss, dass der Container eigentlich nicht eingesperrt ist, sondern einfach draußen vor der Hauswand. Stimmt, ja, der ist frei zugänglich. Wo kommt das hin, bitte? Das kommt an der Seite. Dann brauche ich das bestimmt. Achso, warte mal, so kommt's. So, dass die Spitze nach. Ja, genau, so wie ich auch sagen. Und die andere Seite? Die kommt jetzt, oder? Hä? Ach, da. Da hast du, hast du geschlafen. Das habe ich überhaupt nicht gebaut. Ich habe gedacht, du willst das machen. Ich habe da ja gebaut. Ja, komm, erzähl mir. Jeder gibt den anderen die Schuld. Da muss er sein. Ich gebe sie dir nicht, du hast sie schon. Wird doch nicht diskutiert hier. Nein. Alles gut. So, einmal den. Oh, der gehört da nicht rein. Der wird dann aber da drauf gesetzt. Ja. Genau. Und da kommt da so eine komische Hantel dazwischen. Es ist kein Hantel, es ist ein Reifen. Das sieht aus wie eine Hantel. Die Räder für den Container. Kann man natürlich auch so sehen, ja. Also der kommt tatsächlich da rein, ne? Ja, der kommt tatsächlich in die Garage. Aber dann kommt er an die gelbe Wand, da stehe ich drauf. So beschiss drauf. So. So, ich
Schwarze, da. Das sehe ich jetzt die Tür oder was? Das wird jetzt die Rollade oder so. Mal gucken. So, das. Oh, Freunde, es werden lange Folgen. Ja, das kennt man ja schon von uns. Ja, ja, doch. Ich weiß gar nicht, was so die längste war bisher. Nee, nicht so kurz. Ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Stimmt, vom Ohrtang oder vom Simpsons aus vielleicht auch. Jetzt kommen die Krone. Jetzt müsste ich jetzt noch drehen. Aus dem zweiten Mittloch. Kennst du den? Alter. Ich hab keine Ahnung, was du da machst. Ich finde das schon alles selber hier. Ich sitze hier und harre der Dinge, die da kommen. Ja, ich baue hier diese Tor. Das Tor. Ja, das ist super. Das Rolltor. Einer muss es ja machen. Ah, wie großartig. So und so. Genau. Tada! Tada! So, ich kann ja sagen, ich hätte nicht was dazu beigetragen. So, wunderschön. Kommt nee, nach innen? Innen. Nach innen, genau. Mit dem Haken kannst du. Mit den Haken kann man es auch machen, ja. Sehr gut. Klappe zu, damit und. So sieht's aus. Müssen wir rumdrehen, sonst kommen wir nicht klar, oder? Pff, weiß ich nicht. Also ich komme so nicht klar. Lass uns das mal rumdrehen. So, dann seht ihr auch mal ein bisschen was vom Innenraum. Ja. Ich weiß sowieso nicht, wo das alle hinkommt. Das ist bei dir oben jetzt, ne? Das ist einer, das ist einer. Wo kommt das hin? Ja, einer kommt ja hier. Ach, da ist das. Hier, sowas. Genau, das war's, glaube ich. Die beiden, hast du den Feuerlöscher oder was? Nee, die habe ich noch nicht. Die kommen hier oben. Die kommen oben drauf, ja. Okay, einen habe ich. Kommt ihr da hin? Ganz rechts und ganz links. So nebeneinander. Hm. Was auch immer das sein soll. Jo. Damit man weiß, dass es ein Telefonhäuschen ist. Oder ich darf hier ein Schild kleben. Symbol für eine lange Leitung. Jetzt. Kommt wir noch ein Parken ohne die Schild hin. Na, kommt der hier hin. So, das kommt hier drauf. Nach draußen. Nein, nein, den auch nicht. Der auch nicht, der auch nicht, der auch nicht. Was suchst du? Den flachen grauen Zweier. Das ist ein anderer, das ist auch was anderes, das ist auch was anderes. Ja. Da, da, da. Futsch, futsch, futsch. Kann nicht sein. Da hier ist er. Genau. Du kennst ja die falsche Farbe gesucht. Wo kommt das Schild ran? Hab ich schon. Da draußen, ne? Okay. Draußen vor der. Park only. Komm nicht auf die hier telefonieren sollen. Ja, quasi, ja. Ja. Und schon mal hier. Was ist der hier? Ja. Schien.
da was. Ah, das ist für die Tür nachher. Da kommt dann die Tür dran. Ja, irgendwo muss sie ja. Noch so einen flachen grauen. Der fehlt jetzt aber wirklich. Was denn? Noch so ein. Der Vierer. Da ist er. Nee, das ist wieder. Das ist doch hellgrau, nicht dunkel. Haben wir die irgendwo vertauscht? Das kann durchaus sein, aber wo? Ich kann mich nicht daran erinnern. Da. Ja, bingo. Guck mal, so schwer war es doch gar nicht. Hast den Fehler gefunden, gut gemacht. Ja, das passiert schnell. Ja. Und der kommt dann hier dran. Prima. Und kannst wieder kleben da hinten. Ja, stimmt. Willkommen. Ein Willkommen kann ich leben. Auf der Fußmatte. Auf der Fußmatte. So. Die kommt. Ja. Nee, einen nach vorne. Ja, stimmt. So. Was denn? Das war knapp. Was haben wir da denn schicken? Käfig. Eins, zwei, drei. Dreimal, ist das richtig? Dann kommt da so ein Ding drauf. Interessant, dass man irgendwie vorher nie sieht, was es will. Ja, das wollte ich. Das ist ein Fahrradständer. Ups. Kommt da keine Scheibe rein? Irgendwie nicht. Strange. Kommt vielleicht noch. So, dann kommt sechsmal diese mit. Also ein Fahrradständer, ne? Hab ich ja gerade gesagt. Entschuldigung. Boah, lass mir wieder nicht zu, ey. Entschuldigen Sie vielmals, Herr Wilhelm. Unglaublich. Ich war beschäftigt mit meinem. Ach komm, mit deinem was? Ich will es nicht wissen. Wow. Entschuldigung. Ich war beschäftigt mit meinem Piep. Diese Stelle muss ja leider zensiert werden. Genau. So. Was gibt das denn, wenn es fertig ist? Damit der stylischer aussieht. Future Quickie Mart. Der ist verkehrt rum. Okay. Oh, jetzt kommt Leben in die Bude. Jetzt kannst du die Türen reinmachen. Ja, ist okay. Ich finde diese Farbe finde ich klasse. Dieses grün-blau. Das hat was. Nicht einfach nur durchsichtig. Ja. Die sind die durchsichtig oder diese Griffe? Die Griffe. Gibt es die in durchsichtig? Ja, mach mal rein. Wenn nicht, kann man sie immer noch austauschen. Da sind sie. Ne? Sieht zwar auf jeden Fall so aus auf dem Foto. Zur Not tauschen wir sie aus. Na. Keine Automatiktür, das wäre ein bisschen enttäuscht, Lego. Da ist eigentlich eine. Eigentlich eine ist ja. Ja, das war's. Okay, einfach schlechte Kritiken. Ja, aber wie willst du das umsetzen? Ja, ich weiß, dass Lego-Technik machen sie auch alle Scheiße. Kommt das denn hin? Also, da nehme ich Lego gerne in Schutz. Nein, ist schon richtig.
Ich weiß nicht, wo der hinkommt. Wenn du was siehst, sag mal Bescheid. Wo, bitte? Nee, das weiß ich ja eben nicht. Nee, das ist nicht vor. Über den, über der Tür. Also. Ach, so ist das gemeint. Oh. Alles klar. Ja. Das war mir nicht ganz ersichtlich. Ja, mir schon. Knapper. Next! Genau, next. Zweimal und dreimal. Ach ja, die kommen da oben rein. Ja. Kriegt dann wieder Stabilität. Ja. Prima. Das war der Vorführeffekt. Das ist noch mit dabei, weiß ich gar nicht. Genau. Oh, das ist auch mal kleben auf die Schaufenster. Mhm. Du kannst ja schon mal die Platten. 15 yep. und 17. Das ist Werbung. Jackpot, play to win hier und trink Cola. Trink was Cola. Wobei da irgendwas wieder nicht stimmen kann, nur nochmal anmerken. Weil? Weil wir nicht auf einer Höhe sind. Ja doch, wenn du die Platten drauf hast, dann ja. Ja, die müssten ja jetzt so da drauf. Ja, genau. Ja, kann ja nicht. Komisch. Da ist irgendwas falsch, ja. Da ist der Wurm drin. Da ist der Wurm drin. Aber wir haben ja. Das ist ja so. So wie wir es gebaut haben. Das hieße, das müsste jetzt darüber. Hoppala. Bis dahin oder was? Oder wie sehe ich das? So? Da, das ergibt Sinn, ne? Das ja, das schon, aber da ist ja dieses Guckloch, ne? Quasi. Das meinte ich ja. Das ist aber. Da ist es ja auch schon auf einer Höhe. Nee, das ist ja mein Reden. Komisch. Als ob da einer fehlen wollte, das zwei. Nee, das ist eine Reihe. Also, die nachfolgenden Sendungen? Nee. Ich glaube, ich hab's gesehen. Jetzt kommt's. Ja, guck doch mal hier unten. Die Reihe. Die fehlt uns. Okay. Ach so. Da kommen im Grunde nur diese Reihe. Ach, die, ja, stimmt. Die haben wir nicht gemacht. Die haben wir nicht gemacht. Ah, nee. Verdammt. Irgendwann rächt es sich, ne? Irgendwann müssen wir immer auseinanderbauen. Ja. Also aufpassen beim Zusammenbauen, liebe Leute. Nutzt die Anleitung, hör sie da. Nicht so wie wir es machen. Wieso? Wir haben ja noch Anleitung. Oh, nur das haben wir übersehen. Nur. Ah. Jetzt ist schön. Ich brauche noch ein bisschen. Wie immer. In der Praktikantin wird auch schneller gehen. Nee, wahrscheinlich willst du noch länger brauchen. Nee. So nicht. Oh je. Ja, ich will die Zeitschriften kaufen. Oh. Ich will die Zeitschriften kaufen. Da liegt noch einer. Nee, kümmere ich mich dann jetzt. Ich tue sie mal hier mit bei. So. So sieht das doch ganz anders aus. Ja. Na, warte. Nicht voll. Nee, das muss ja mittig. Das ist schon. Achso, das muss mittig. Ja. Oh Gott, nein. Können wir wieder zurückgehen? Hier waren wir, ne? Ja, beim Kleben habe ich. Ey, oh, Tüte. Tüte fertig. Echt? Tüte fertig? Ja, steht doch hier. Cool. Tüte 4. Ja, dann machen wir hier wie immer einen Cut. Ja. Mit schön Eingang.
Krasser Scheiß, ja. Und keine Schiebeglastüren. Okay, lassen wir es mal eingestellt haben. Ja, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao. Tschüss.